Hallo und herzlich willkommen zum ersten Videotagebuch des Turniers hier auf Gut Weierhof. Neben mir steht Felix Fock. Er ist nicht nur Junior der Reitanlage hier, sondern auch selbst am Start. Einer der drei Söhne. Genau. Und wir hatten heute Morgen beschlossen, dass wir mit Felix ein Videotagebuch stattfinden lassen wollen. Wir werden ihn also noch ein bisschen intensiver begleiten über das Turnier und jeden Abend berichtet er uns dann, wie er den Tag erlebt hat. Und wir haben genau auf den richtigen gesetzt, denn Felix, du bist in Führung nach dem ersten Dressurtag. Wie hast du denn den Tag erlebt? Ja, es ging ja sehr toll los eigentlich. Wir haben nicht mehr so viele Teilnehmer jetzt wie die Jahre davor, aber es sind doch noch einige gute da, wie Dirk Schrade und natürlich auch andere Konkurrenz wie von den deutschen jungen Reiter. Und also ich kann mich da nur freuen drüber, dass ich bei so einem Feld erst nach der Dressur bin. Heute, wie gesagt, war der erste Dressurteil. Du hast zwei Pferde in dieser Prüfung, ist das richtig? Also einen in der Zwei-Sterne und einen in der Ein-Sterne. Du bist auch bei einem nicht ganz unbekannten Trainer, habe ich gehört. Ja, ich bin jetzt seit Anfang März bei Michael Jung zu Hause. Und ich trainiere schon seit längerem mit dem Vater zusammen. Und ja, jetzt hatte ich das Angebot, auf den März dahin zu gehen. Und da konnte ich natürlich nicht ablehnen. Auf deiner Homepage habe ich gelesen, dass du das so auch als Berufsziel anpeilst, die Profireiterei. Stimmt das so? Ja, ich mache jetzt die Bereiterlehre noch. Die habe ich jetzt dann im Oktober fertig. Und dann werde ich natürlich versuchen, bei Michael zu bleiben für eine Zeit länger. Und ich wollte dann vielleicht auch noch irgendwo anders hingehen, vielleicht ein anderes Land besuchen und gucken, wie es da ist. Und ich werde versuchen natürlich, mich da hochzuarbeiten und dass ich vielleicht auch irgendwann den Hof hier übernehmen kann. Okay, vielen Dank schon mal soweit und dann drücken wir morgen die Daumen und sehen uns dann morgen nochmal und dann auch gerne mit einem Statement zum Gelände. Dankeschön. Danke auch.